Tabletten zu teilen ist generell nicht ratsam. Auf einigen Packungen sieht es so aus, als wenn man eine Tablette teilen kann oder auch es wird eine Schmuckkerbe auf eine Tablette aufgebracht. Aber nur ein Blick in die gelbe Liste gibt dem Arzt oder Apotheker die Information darüber, ob sich eine Tablette wirklich teilen lässt oder eben nicht. Physikalisch gesehen ist es klar, kann ich jede Tablette teilen. Ja, aber stellen wir mal unseren Kindern einen Kakao her, kennt das jeder. Sobald wir den Kakao einrühren, entstehen so kleine Pulverzusammenballungen und der Wirkstoff oder der Kakao lässt sich gar nicht richtig verteilen. Erst nach langem Rühren entsteht eine gleichmäßige, homogene Masse. Genauso ist es in der Tablette auch. Bei einer nicht teilbaren Tablette ist der Wirkstoff in verschiedenen Pulverformen, in kleinen Zusammenlagerungen verteilt, aber nicht gleichmäßig. Erst bei einer teilbaren Tablette ist gerechtfertigt oder ist stattgegeben, dass in beiden Hälften gleich viel Wirkstoff drin ist und zwar ganz homogen. Wenn ich eine Tablette teilen möchte, gehe ich am besten in die Apotheke und besorge mir einen Tablettenteiler. Denn wenn ich eine Tablette mit einem Messer teilen möchte, könnte es passieren, dass die eine Hälfte durch die Gegend springt und gar nicht mehr verfügbar ist. Durch einen Tablettenteiler gewährleiste ich, dass ich die Hälfte, die ich brauche, wirklich bekomme und die andere Hälfte vernünftig, trocken und vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren kann. Ich verstehe, dass aus Budgetgründen die eine oder andere Tablette geteilt werden soll. Aber nicht alles, was unser Gesundheitssystem vorgibt, ist auch sinnvoll. Generell gilt, Tabletten zu teilen ist nicht so sinnvoll.